aber ja ganz normal reden. Weil die Buckelwalli, die hat einen Schlaf wie eine taute Maus. Das hat sie mir selber gesagt. Ich weiß gar nicht, warum dass ich das überhaupt mache. Weil es ein Riesengaudi ist. Wir schnappen uns jetzt den alten Besen, dann sitzen wir uns drauf und dann fliegen wir in der Welt. Und du meinst, dass das funktioniert? Ja, warum denn nicht? Sie ist eine Hex. Und das daneben ist ihr Hexenbesen. Das hat sie selber gesagt. Und wo es steht überall geschrieben, was man damit tun kann? Fliegen. Genau. Ja, und so stark kann das wohl nicht sein. Weil, wenn er die alte Walle drückt, ja, dann tragt er doch uns zwei Gazellen auf alle Fälle auch. So, und jetzt gehst du mit dem Hals mehr her. Ich? Warum schon wieder ich? Ja, weil ich die Moserin bin und du bist leichter ersetzbar. Jetzt mach schon. Vorsichtig. Hilfe, die wacht auf. Die rüsselt nur ein wenig. Jetzt hol schon endlich die blöde Besen. Die Moserin hat mich dazu überredet. Aber das geht nicht so einfach.
Man kann sich nicht einfach auf den Bäden abhocken und davon fliegen. Da braucht es nämlich zuerst eine kleine Prüfung. Prüfung? Was für eine Prüfung? Die Walpurgisprüfung. Ja, was muss man denn dafür tun? Das geht jetzt noch nicht. Das ist aber hell. Es geht nur um Mitternacht. Um Mitternacht? In der Geisterstund? Genau. Und wenn ihr wollt, dann kommt ihr um 2 Uhr zum Kartoffelbauer an seiner Quelle und dann zur Werchtis. Zu dem bitteren Wasser? Richtig. Dann kommt und dann zeige ich euch, wie das geht mit dem Fliegen. Ja, abgemacht. Heute Nacht um 2 Uhr bei der Quelle. Ich bin doch schon ganz aufgeregt. Mein Kauli. Ja, wir werden heute Nacht das Fliegen. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich weiß nicht. So. Wir gehen jetzt gleich schon mit zu der Quelle. Ja, damit wir uns heute Nacht nicht verlaufen. Doch schnell, komm.